einem neuen Weekly-Vlog. Wir sind immer noch in Seoul und heute passiert etwas ganz, ganz Aufregendes. Wie ihr sehen könnt, meine Haare sind glatt und ungestylt. Ich gehe jetzt zum Friseur, beziehungsweise erstmal ist Pablito dran. Richtig cool. Wir gehen zu einem richtigen Männerfriseur und danach zu dem Celebrity-Spot scheinbar. Und dann werden meine Haare umgestylt. Wir filmen gleich nochmal in Ruhe, wie du vorher aussahst, aber hast du eine Idee? Keine Ahnung, ich lasse mich auf jeden Fall da beraten und mache auf jeden Fall alles mit. Mal schauen, Signature Cream. Ja, mal schauen, was sie mir vorschlagen, aber ich sage auf jeden Fall nicht nein. Du bist offen für alles. Für alles, ja. Ich habe euch ja schon mal gesagt, das ist immer ein bisschen secret, aber man sieht auf jeden Fall ein Schild von Tsunseki draußen und da muss man in den 5. Stock fahren. Pablo ist fertig. Ich glaube, zumindest als ich dabei war, hat sich noch nie jemand so viel Zeit genommen, mit so vielen Tools gearbeitet. Ich bin echt geplättet. Pablo, was sagst du? Ja, ich bin auf jeden Fall krass zufrieden. Ich glaube, ich hatte nicht so die perfekte Haarlänge, um sehr viel daraus zu machen. Weil er meinte schon am Anfang so koreanischen Hairstyle. Ja, genau. Die waren leider, glaube ich, zu kurz, um richtig was daraus zu machen. Die haben ja so richtig so bis hier ja, die Haare. Ja, genau. Aber ich finde, der hat sich echt krass Mühe gegeben. Ja. Ich bin echt zufrieden. Und was sagst du? Es ist halt super detail verliebt. So. Ja, das stimmt. Alle anderen haben immer so einen Rasierer, vielleicht höchstens zwei. Genau. Dreh dich mal. Also gerade hier, das ist Wahnsinn. Das ist schon wirklich sehr, so ein richtiger Verlauf. Auch so mit Creme gearbeitet und so, also wow. Jetzt gehen wir fix was Mittagessen und dann bin ich dran. Wir sind jetzt bei Gurumi Sando. Das hat mir meine liebe Desi empfohlen. Die war hier und meinte, sie waren gefühlt jeden Tag hier, weil sie die Eier-Sandwiches so gut fanden. Das klingt so einfach, aber sie meinte, sie sind so, so gut und ich vertraue ihr da. Sieht auf jeden Fall total so rustikal aus und sie meinte, ihr müsst gucken, dass ihr einen Platz bekommt und dass hier nicht super viele Leute anstehen, aber es ist niemand hier. Niemand. Richtig krass, wir haben voll Glück. Es gibt sogar eine Toilette hier, obwohl es mini klein ist. So sieht das Ganze aus. Sehr, sehr schick für so ein Käse-Sandwich, nur so Omelette-Sandwich. Ich habe jetzt für uns beide aber das Omelette mit Käse bestellt und ich glaube, das ist auch das, was sie mir empfohlen hatte. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es das war. Dazu ein Iced Americano für Pablo und ich habe eine Vanilla Latte bestellt, weil es ist eiskalt. Und übrigens meinte sie, dass die Ränder von den Toasts abschneiden, was ich ja nicht so tolle finde, aber mit dem Rest machen sie quasi wie Churros. Das finde ich ziemlich cool. Ich glaube, das ist Rinaccia Mayo. Let's try. Pablito, was sagst du? War richtig lecker. Also, deftig, ja? Kann man gut nachmachen, glaube ich, zu Hause. Würdest du. Weiß das nicht, meinst du? Also, keine ich Ahnung. Nicht. Also, die Soße ist natürlich du vielleicht. Schön, aber hat mich angefixt. Ich will das mal probieren. Mhm. Auf jeden Fall ist nicht super komplex, sage ich mal. Aber ich glaube, in der Machart schon sehr. Schon schwer, ne? Vor allem das Frittieren. Besonders einfach. Schon eine richtige Bombe, würde ich sagen. Boah, also für so
ohne Toast. Toast ohne, wie ist das, Rand? Ja, ja. Das sah aus, als wäre es so ein, mit einem Haps in die im Mund so. Ja, also ganz ehrlich, als du vorhin gesagt hast, die wir essen Sandwiches, nur ein kleines Sandwich. Ich habe es nicht gesagt, aber ich dachte mir, schade. Zu wenig. Ein bisschen wenig. Ja. Und jetzt vielleicht to go dir, und dann aber noch was anderes richtig. Ja. Jetzt denke ich mir, boah, das ist too eine much. Heftige Bombe gewesen. Ich habe es nicht mal geschafft. Ich habe Pablo den Rest gegeben. So, und jetzt geht es zum Friseur für mich. Noch mal kurz, was genau passiert ist und wie ich mich jetzt nach dem Friseurbesuch fühle. Ich habe mir eben gerade die Haare das erste Mal gewaschen und habe nur ganz wenig Conditioner benutzt, wirklich nur so hier in den Enden. Und ich habe ein ganz klein wenig Öl benutzt in den Haaren, aber auch wieder nur ganz wenig. Und dann habe ich die Haare größtenteils lufttrocknen lassen tatsächlich und dann den Rest gerade so ein bisschen durchgepustet. Aber ich habe, ich habe sie davor einmal durchgekämmt. Ich habe sie überhaupt nicht gestylt. Ich glaube, das Föhnen hat gerade 3 Minuten gedauert oder so, davor 40 Minuten. Also alleine dafür hat sich es eigentlich schon gelohnt. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie ich mich so dran gewöhne an die kurzen Haare. Auf jeden Fall kurz, warum, weshalb, wieso. Also, ich habe ja sehr, sehr viele Haarfarben schon ausprobiert. Ich weiß nicht mehr genau, was alles tatsächlich noch drin war in diesem restlichen Haar, was quasi abgeschnitten wurde. Also die Haare gingen mir ja vorher so bis hierhin, würde ich sagen. Also so viel kam ab. Ich denke mal, das sind vielleicht so 15, 20 Zentimeter. 15, glaube ich, eher. Aber ich hatte erst Ombre, dann wurde es, glaube ich, komplett schwarz drüber gefärbt und dann haben wir es quasi von dem wieder versucht, heller zu bekommen. Langsam und langsam über die Jahre, dann war ich ja einmal ganz, ganz hellblond und dann bin dann wieder so ein bisschen runtergegangen bis zu diesem schönen braunen Blondton, den ich zur Hochzeit hatte. So, den ich übrigens auch immer noch mega schön fand. Aber ich habe da schon gemerkt, die Haare, die wollen nicht mehr. Weswegen ich mich entschieden habe, ab quasi September, Oktober letzten Jahres die Haare nur noch dunkel zu tönen, wenn ich merke, dass das Blond zu doll rauskommt, aber ansonsten die Haare in Ruhe zu lassen, nichts mehr zu färben und einfach zu sehen, dass ich die Haare immer weiter abschneide, bis ich das Ganze, was kaputt war und so krass gefärbt und teilweise, ich weiß nicht wie oft, gebleicht wurde, bis ich das raus habe. Und jetzt hier, die letzten Wochen fand ich eigentlich meine Haare wieder ganz gut.
Aber ich habe einfach gemerkt, und auch als ich beim Friseur war, meinte sie so, also dafür, was du alles gemacht hast, sieht's gut aus, aber generell, ich habe halt einfach gemerkt, ich bin an einem Punkt, ich muss sie einfach abschneiden. Also habe ich ihr halt gesagt, wie es aussieht, dass ich halt eigentlich lange Haare haben möchte, aber eben dieses 8-mal gebleichte, krass schwarz, blond, braun gefärbte Haar abhaben möchte. So, und dann meinte sie, die Haare gehen halt so bis hierhin, was das Gefärbte angeht. Das heißt, sie meinte, wir müssten dir wirklich sehr, sehr kurzen Bob schneiden oder wirklich einen richtig Kurzhaarschnitt, damit alles weg ist. Oder, und dafür haben wir uns entschieden, dass das eine Art Bob, Long Bob ist. Ich weiß nicht, ob das schon ein Long Bob ist. Da hat man eben hier noch so einen ganz kleinen Rest drin von den Haaren, die gefärbt sind. Und dann hat sie gesagt, wir machen es einfach so, dass wir es wieder hell machen, aber nur mit ganz wenig Strähnchen und quasi nur Akzente gesetzt, sodass es nicht so ein blonder oder gefärbter Ring ist, sondern dass es so ein schöner Übergang ist, gerade auch wenn sie jetzt wachsen, dass man jetzt, wenn ich die Tönung, die ich jetzt drüber habe, wenn die sich rauswäscht, sieht man dann so ein bisschen diese kleinen Strähnchen durch. Aber es ist eben ein schöner Übergang und wie gesagt nicht so flächendeckend. Und genau, das haben wir gemacht. Also wir haben wenige Strähnchen gesetzt, ganz punktuiert. Und dann hat sie einfach eine, ich glaube, es hieß Milky Ash Brown, Tönung drüber gegeben, über das ganze Haar. Einfach damit das Haar in einer Farbe ist und nicht hier schwarz und da braun und dann da noch der Rest und so weiter. Genau, aber das ist wie vorher auch, also was ich auch vorher zu Hause gemacht habe, wäscht sich wieder raus, muss ich also dann wieder nachholen. Genau, und ich habe ihr halt gesagt zum Schnitt, eigentlich hatte ich gesagt bis hierhin, also es ist auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Ich glaube, sie hat einfach gesehen, wie kaputt die Haare sind und hat es dann noch ein bisschen kürzer geschnitten, aber sie wachsen ja hoffentlich wieder. Ich habe ihr auf jeden Fall gesagt, ich hätte gerne diesen koreanischen Hairstyle, den hier viele haben, so dieses luftig leichte. In Europa, finde ich, haben gerade sehr, sehr viele so eine Haarlänge. Und hier haben sehr viele so ganz feine Stufen, damit das Ganze so ein bisschen lebendiger aussieht und von alleine so ein Volumen hat. Also eigentlich gebe ich mir immer so Volumenprodukte ins Haar. Ich habe jetzt gar kein Volumenprodukt drin, aber ihr seht, ich habe trotzdem Volumen. Und das habe ich ihr halt gesagt, ich möchte so dieses Volumen, ich möchte, dass das irgendwie luftig ist und vor allem habe ich ihr gesagt, ich bin Fauli und unbegabt und ich möchte so wenig wie möglich mit den Haaren machen müssen. Und wie gesagt, ich habe nichts gemacht, ich habe nur so drüber geföhnt gerade und sie sind trotzdem quasi oder sehen gestylt aus, meiner Meinung nach, zumindest so wie ich das brauche. Dementsprechend kann ich den Friseursalon auf jeden Fall empfehlen, weil ich habe das so oft, dass ich dann Frisuren habe, die nur gestylt gut aussehen oder wenn ich selber mache, sieht es eben nicht mehr so toll aus. Deswegen ja, bin ich da sehr, sehr zufrieden, aber ich muss mich auf jeden Fall noch an die Länge gewöhnen. Es ist schon sehr, sehr kurz. Und eigentlich bin ich ja gar nicht so, dass ich mir darüber Gedanken mache und denke, ach, wächst eh wieder. Aber da ich ja auch hormonell bedingt Probleme habe mit Haarausfall und so weiter, das war übrigens auch ein Grund, die abzuschneiden, weil die einfach so krass ausgedünnt sind. Bin ich da vielleicht ein bisschen sensibler. Aber das wollte ich noch einmal kurz dazu sagen. Es tut mir leid, es sind 6 Minuten 45. Ich versuche das Ganze kurz zu schneiden, aber ich dachte, ich gebe euch mal ein Update, dass ihr nicht einfach nur gesehen habt, Haare sind ab, sondern warum ist was genau passiert. Hi, willkommen zu einem neuen Tag. Wir sind wieder in Hongdae. Wir wollen heute ein bisschen shoppen gehen. Und ich bin heute irgendwie ziemlich müde. Deswegen habe ich jetzt Lust auf einen Bubble Tea. So, wir haben unsere Bubble Teas. Probier mal. Diesmal ohne Zucker genommen. Das ist trotzdem süß. Pablo hat Jeju Green Tea genommen. Ich bin mal so frech.
Und? Wow. Süß? Muss man, ja. Ehrlich? Ja. Ich habe gesagt 30%. Mhm. Da weißt du, wie viel 100% ist. Oh mein Gott. Hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal. Und dann konnte ich nicht mehr. Aber lecker. Hier? Hat noch so eine leichte Süße. Aber man merkt, es ist ohne Zucker. Ne? Kaum süß. Ja. So? Okay. Eigentlich ist der gar nicht süß. Echt? Okay, wahrscheinlich. Für mich ist es gut. Von der Milch oder so. Ja. So, jetzt kommt meine. Jetzt deine? Boah, muss man, glaube ich, noch umrühren. Krass, oder? Ja, wahrscheinlich muss man umrühren. Ich glaube, man muss umrühren. Jetzt habe ich dich überredet, hier reinzukommen, weil ich so viele Snacks gesehen habe. Hier sind, ich glaube, alles, ich glaube, das sind alles Mandeln mit verschiedenen Geschmäckern und ich habe jetzt gerade einen Kick-Cookie-Geschmack, also scheinbar super scharf oder, das finde ich ja auch ziemlich gut, Strawberry Milk and Almond. Hä? Das klingt irgendwie pervers, aber darauf stehen wir. Gleich. Ja, genau. Und, oh mein Gott, guck mal, das ist doch da. So ein Mix. Family Test. Das müssen wir eigentlich nehmen. Okay. Oder? Alles mal testen. Ist das hier ein anderes oder ist das? Nee, das ist. Das gleiche, also. Ja, es gibt halt 1000, deswegen können die gar nicht alles rein. Ja, das meinte ich, genau. Verschiedene Testpakete. Ja. Das ist alles anders und hier sind immer 2, 2, 2. Okay. Finde ich die Bestseller oder so. Muss man mal so ein bisschen gucken, aber der Laden hier ist zum Beispiel mega schön. Richtig gut gefallen. Und die sehen aus wie Leder, ist aber kein Leder. Gibt es in verschiedenen Farben und die kosten umgerechnet, ich glaube, so 50 Euro. Ich mal. Ich bin immer noch im gleichen Laden. Nur eine Stange weiter gekommen. Aber ich suche die ganze Zeit schon so eine Weste. Ich finde, die sind so schön. Und die Jeans finde ich auch super schön dazu, so die Farben. Oder hier den Pulli. Also die haben genau meinen Stil. Und selbst hier das Kleid. Sieht irgendwie, obwohl ich ja kein Kleidmensch bin, so echt super schön aus. Zeig mal das Kleid. Das Kleid war das hier. Sieht einfach super hochwertig aus und ist auch alles made in. Noch in Hongdae und wir haben ganz erfolgreich für Pablo eingekauft. Voll cool. Ist richtig viel Zeit genommen. Jetzt sind wir bei Stylenanda. Da gibt es super coole Kleidung. Aber auch hier bei dem in Hongdae ein pinkes Pool-Café. Bin schon mega gespannt. Ah, da geht's hoch. Und ich habe gerade ein bisschen Beauty eingekauft. Meine Freundin Daisy, die wollte ein paar Sachen haben. Und K-Beauty, wisst ihr, ist mega gut. Wow. Krass. Den nimmst du bestimmt, oder? Der spricht deinen Namen.
für junge Leute auf jeden Fall, oder? So die Musik und alles. Also ist total auf Instagram auch ausgelegt. Ein richtiges Instagram-Café ist das. Toll. Also wirklich 1000%. Und sogar da bei der Kasse ist da, laufen so Spots, wo Leute hier Shootings machen. Also ist wirklich 1:1 darauf ausgelegt. Wir haben jetzt ausgewählt, es ist so ein, so ein Gebäck, nee, weißt du das? Blätterteig? Mit Käsekuchenfüllung und Kirsch. Und guck mal bitte, ich habe einen Kaffee mit Zimt bestellt, der sieht so aus. Wow. Finde ich total krass. Und Pablo hat sich nach meiner Empfehlung für den Karottenkuchen entschieden, weil ihm der schmeckt einfach so Karottenkuchen eh. Ja, und ich finde, der sieht auch echt gut aus. Und ein Kaffeeshake. Übrigens Goldbesteck, Marmortisch, einfach so jedes Detail stimmt. Wir sind jetzt weiter runter, also oben ist das Café. Wir sind jetzt hier unten, da ist ganz normal Fashion Store und ich suche die ganze Zeit nach einer nudefarbenen Alternative zu meinen Stock Boots, zu den schwarzen, die ich schon seit Jahren trage. Und wir haben hier dieses Modell, das ich ganz cool finde, und die haben dort auch in dem Regal in weiß und in diesem Beige, schwarz. Und der Preis ist echt gut, die Qualität fühlt sich gut an, hier hat auch jeder diese Schuhe an. Deswegen freue ich mich, dass ich jetzt mitnehme. Wir sind hier jetzt zweimal schon dran vorbeigelaufen. Es hat jedes Mal total gut gerochen, deswegen sind wir jetzt einfach hier blind rein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. An der Wand steht das hier, also denke ich mal, das ist Kongul. Aber sicher bin ich mir nicht. Auf jeden Fall ist das irgendwie oft mit Wein oder Beef oder Oktopus. Und ja, hier sind sehr, sehr viele Pärchen. Also schon, was ist so ein Pärchenessen? Das Essen ist jetzt fertig. Wir haben das für einen vorbereitet. Und man macht sich das dann hier in so kleine Schüsseln rein. Es ist relativ scharf, nicht schärfer als anderes, was wir hier gegessen haben. Aber es ist super lecker. Es ist halt so, wie soll ich das sagen? Nicht einfaches Essen, aber so, ist jetzt nicht, ja, sehr deftig, jetzt keine feine Küche oder so, aber so mag ich es ja am liebsten. Bisschen derb. Bisschen derbe. Schmeckt's dir? Sehr gut, ja. Ja, also wir mögen beide so ein Essen und wir sind zwar in Hongdae, aber es gibt sehr, sehr viele Koreaner hier in dem Laden. Das ist meistens ein gutes Zeichen. Ich beende den Vlog auch an der Stelle. Wir genießen jetzt noch die letzte Zeit hier in Seoul, aber ich glaube, für den Vlog passt das erstmal. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder in Deutschland und es geht mega cool weiter. Ah, ich bin schon mega aufgeregt, du bestimmt auch. Ja. Ja, also würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.